Ja, hallo, willkommen bei Detailverliebt. Oh Mann, ich habe mal wieder ein Video gesehen vom Allerfeinsten. Muss ich euch zeigen. Ja, da hat jemand den Motor entdeckt, der mit reiner Luft läuft. Cäsar heißt der Knaller. Und ja, Cäsar, also irgendwie deine Entdeckung, die du da gemacht hast, die, da hast du keine Verschwörung aufgedeckt. Da hast du leider nur gezeigt, dass du keine Ahnung hast, wie ein Motor funktioniert. Ja, schauen wir uns die Sache mal an. Ja, das wird lustig. So, willkommen zum neuen Video. Heute geht es um den Dieselmotor. Und der Dieselmotor hat sehr, sehr viel gemeinsam mit der Flugzeugturbine. Dieselmotoren haben öfters einen Turbo verbaut. Sie sind Selbstzünder. Und sie funktionieren mit allen möglichen Arten von Treibstoffen, auch mit Gasen. Und da sieht man, dass diese ganze Kraft nur durch die Luft entsteht. Der zieht einfach nur extrem viel Luft und dann gibt es hier eine Kettenreaktion. Man braucht den Kraftstoff dann nicht mehr. Es reicht einfach nur diese enorm stark angesaugt und komprimierte heiße Luft. Man braucht da nicht enorm viele Mengen von Treibstoff, sondern einfach nur ein paar Gase. Und wenn der anfängt, hier richtig Luft zu ziehen, ja, so wie bei einer Flugzeugturbine, die wird hochgefahren bis zu einer gewissen Drehzahl und dann fängt die an, so viel Luft zu ziehen, dass sie sich immer weiter steigert. Ja. Und die haben natürlich das, was hier bei diesen Motoren passiert, ja, dass sie plötzlich unkontrolliert durchdrehen, das haben die natürlich auch in diesen Flugzeugturbinen geschafft, dann zu kontrollieren. Ja. Das ist sehr interessant. Bei diesem durchgehenden Dieselmotor wird sogar bei Wikipedia beschrieben, der Motor erreicht schnell einen Punkt, wo er so viel Kraftstoff aus seinem eigenen Kurbelgehäuseöl erzeugt, dass er den Betrieb aufrechterhalten kann, auch wenn die normale Kraftstoffzufuhr abgeschaltet wird. Dass er den Betrieb aufrechterhalten kann, auch wenn die normale Kraftstoffzufuhr abgeschaltet wird. Ja, ja, wie man sieht, so ein Motor explodiert und der jault halt da so rum wie so eine Flugzeugturbine. Und ja, da fangen wir schon mit der ersten Vermutung an, weil laut Cäsar ein Dieselmotor ja so ähnlich ist wie eine Turbine. Ja, klar, und eine Turbine ist auch so ähnlich wie eine Schubkarre und wie eine Holzbrücke und wie eine Banane. Ne, so, weil, also viel mehr hat jetzt ein Dieselmotor mit einer Turbine nicht zu tun. Also klar, also Flugbenzin, also Kerosin ist eine Art von Diesel. Ja, das stimmt. Da hört es dann aber auch auf mit den Gemeinsamkeiten. Also eine Turbine funktioniert einfach vollkommen anders als ein Kolbenmotor. Aber gut, das gucken wir uns jetzt gleich im Detail nochmal an. So, und dann wird jetzt schwer bei Wikipedia gesucht, wieso denn so ein Dieselmotor explodieren kann. Ne, der durchgehende Diesel. Also der durchgehende Dieselmotor. Beim durchgehenden Dieselmotor zieht dieser zusätzlichen Kraftstoff aus einer unbeabsichtigten Quelle und überdreht bei sehr hoher Drehzahl. Ja, es ist auch sehr lustig. Wikipedia beschreibt es auch richtig. Also da ist alles in Ordnung. Cäsar begreift es nur leider nicht. Okay, schade. Gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Also Wiki spricht ja davon, dass da Ölgase aus dem Kurbelgehäuse in den Einlassbereich kommen und das dient dann als Treibstoff. Ja, also es ist nicht so, dass man da jetzt mit Gewalt Luft reinpumpt und dann fängt die Luft an, Treibstoff zu werden. Nee, das ist das Öl. Das ist einfach das Öl. Und so ein
Auto hat jetzt je nach Modell, keine Ahnung, 2 Liter bis 5 Liter oder ja, vielleicht auch irgendwelche großen Brocken, irgendwie 8 oder 10 Liter Öl drin. Okay, ja. Aber wenn das Öl weg ist, wenn der Motor nicht vorher schon explodiert ist, dann ist Ende im Gelände, dann dreht sich da gar nichts mehr. Also auf Luft läuft er nicht. Aber schauen wir es uns an. Ich habe hier mal so eine kleine schematische Darstellung vorbereitet. Ja, sieht ein bisschen kindermäßig aus, aber liegt einfach daran, dass ich es jetzt auf die Schnelle auch nicht besser hingekriegt habe. Aber zum schematischen Verständnis, wie so ein Motor geht, soll es reichen. Also, was man da so sieht, da ist jetzt oben so ein Turbo drauf gefropft, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das grundsätzliche Prinzip, ich habe da halt das Blaue ist da meine Kurbelwelle und da hängt ein Kolben dran und dieser Kolben, wenn die Kurbelwelle rotiert und zwar rotiert um diesen dunkelblauen Punkt, dann geht der Kolben da hoch und runter und verdichtet da oben die Luft. Und das kleine blaue Pinöppel, was ich da oben eingezeichnet habe, soll die Einspritzdüse darstellen. Und naja, der Kolben geht halt irgendwie hoch, verdichtet die Luft. Dabei beim Verdichten der Luft wird die Luft heiß. Und dann spritzt die Einspritzdüse ein und dann macht es Krawumm. Und da findet eine Explosion statt in diesem Zylinder. Und die drückt den Kolben dann wieder runter und dreht dann somit die Kurbelwelle. So, das ist die Idee, so funktioniert so ein Motor. Jetzt kann man da oben so ein Turbo drauf propfen, dann funktioniert der aber tendenziell immer noch genauso, weil das, was die Räder antreibt, ist die blaue Kurbelwelle da unten. Also beziehungsweise ne, dieser blaue Punkt, das ist ja quasi, die soll sozusagen die Lagerstelle der Kurbelwelle darstellen. Und ja, das überträgt sich dann in die Kupplung, ins Getriebe, ins Differential und auf die Räder. Also so geht halt so ein Ding. Und der Turbo hat damit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Also der treibt die Räder einfach nicht an. Nicht mal ein bisschen. Es gab so Versuche aus den, ich weiß nicht, ich glaube 30er Jahren oder so. Da haben die einen Turbolader auf die Kurbelwelle draufgesetzt. Und haben dann gedacht, jo, jetzt kann der Turbo auch noch richtig schwer mit Gas geben und ja, hat aber alles nichts gebracht. Wie gesagt, 30er Jahre, heute macht das kein Mensch mehr, weil das bringt es nicht. Der Turbo wird anders genutzt, kommen wir auch gleich zu. So, also wieso explodiert denn da dieser Diesel, wenn ich den da einspritze? Wieso macht er das? Das ist relativ einfach. Wenn ich die Luft mit Schmackes relativ hoch komprimiere, dann wird Luft heiß. So ist es nun mal. Kann auch jeder mit seiner Fahrradpumpe zu Hause ausprobieren. Einfach vorne den Daumen draufhalten auf die Öffnung und dann mal kräftig pumpen. Na, da wird man ganz schnell merken, wie schnell die heiß wird. Und das einfach nur wegen der Kompression der Luft. Und je höher jetzt so ein Motor komprimiert und je dichter der ist, je neuer der ist und so weiter, desto heißer wird die Luft, desto höher komprimiert das ganze Ding. Alles klar. So, was haben wir denn da für Temperaturen, auf die Luft dann so kommt? Hängt natürlich davon ab, wie hoch ist die Außentemperatur, ist der Motor schon heiß oder nicht, ist der Motor flammneu und komprimiert noch super oder ist der schon 200.000 Kilometer gelaufen und komprimiert nicht mehr so super, hat alles Einflüsse drauf, sagen wir mal ungefähr in der Kategorie von zwischen 3 und 500 Grad. Ja, 500 ist schon ziemlich hoch. Also, naja, so grob die Richtung. So, und wenn ich so heiße Luft habe und spritze dann da Diesel rein, dann macht das Krawumm und los geht's. Alles klar. So, jetzt sieht man auf meinem Bild da so einen roten Schlauch eingezeichnet. Das soll einfach mal so ein Gummischlauch sein, weil das ist ein Gummischlauch in der Regel. Und da steht Entlüftung dran. Und das entlüftet das Kurbelgehäuse. Und zwar tut das aus folgendem Grund, weil so ein Kolben, auch wenn er Kolbenringe hat und man das alles schön macht, aber so richtig dicht ist so ein Ding nie. Und wenn so ein Motor halt älter wird und verschleißt, wird er halt immer weniger dicht. Das heißt, von dieser Kompression und von der Explosion entsteht dann da ein Überdruck im Kurbelgehäuse. Das möchte man nicht haben. Also macht man so einen Schlauch und der geht oben wieder in den Einlasstrakt rein und entlüftet es. Alles klar, ist auch noch nicht schwer zu verstehen. So, und die braune Pampe, die ich da eingezeichnet habe, soll das Öl sein.
Und zwar, das wäre jetzt ein korrekter Ölstand. Was aber passieren kann, ist, dass der Ölstand zu hoch ist. Zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. So, und dann knallt jetzt diese Kurbelwelle da mit Schmackes in das Öl rein und das Öl spritzt sich dann oben in den Einlasskanal. Und dann denkt der Motor, hey, das ist ja super, das verbrenne ich doch mal. Warum nicht? Bietet sich doch an, wenn ich doch gerade mal dabei bin. So, und da, das hat, ist ja auch in Wiki rübergekommen, ist es halt so, dass so ein Diesel hat keine Drosselklappe. Das heißt, das steht alles immer voll offen, der ganze Einlasstrakt, also außer jetzt vom Ventil wird er natürlich gesteuert, aber er hat keine Drosselklappe. Und die Drehzahl von so einem Diesel, die wird halt geregelt über die Menge an Diesel, die man da reinspritzt. So, wenn ich da jetzt aber Öl reinsemmel und der Diesel, weil er so schön hoch komprimiert und die Luft so schön heiß wird, denkt, super, jetzt kriege ich noch mehr Sprit, dann gebe ich jetzt mal richtig Vollgas. So, und je mehr der jetzt Vollgas gibt, desto mehr semmelt diese Kurbelwelle noch weiter in das Öl rein und desto mehr Öl spritzt da oben rein und desto höher dreht das ganze Ding. Bis er dann halt irgendwann mal explodiert, bis der Kolben an der Seite rauskommt. Ja, okay, so, das ist das ganze Prinzip. Also, das hat jetzt mit Luft, die anfängt zu explodieren, gar nichts zu tun. Na, und wie gesagt, selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der würde wirklich so 500 Grad beim Verdichten kriegen. Na, kriegt der nicht, ist eher drunter. Aber sagen wir mal, der wird wirklich 500 Grad drauf kriegen. Ja, wie wäre das denn, wenn ich jetzt im Wohnzimmer mir eine Zigarette anzünde? Ne, weil mein Feuerzeug, das ist ja heißer als 500 Grad. Da wird ja direkt mein ganzes Wohnzimmer explodieren. Aber tut es ja gar nicht. Können wir ja beobachten. Ne, also scheint da ja irgendwie, dass da jetzt so Kraftstoff in der Luft ist oder die Luft selber Kraftstoff ist. Das ist ja irgendwie relativ offensichtlich Unsinn. Ja, gut, okay. Das ist jetzt erstmal so das allgemeine Funktionsprinzip. So, und jetzt war ja da noch der wilde Vergleich. Schauen wir uns auch nochmal an. Ja, ne, klingt wie eine Flugzeugturbine. Genau. Da reden wir jetzt halt über einen Turbodiesel. Ne? Und Turbo, ne, ist ja so quasi die Kurzform von Turbine. Ne? Also so ein Turbo ist eine Turbine. Und ja, der jault halt auch auf. Also dieses typische Kreischen, was man da hört, ist genau das Kreischen von dem Turbolader. So, und so ein Turbolader dreht, wenn der mal auf Drehzahl kommt. Also da, wo das spannend wird, ich sag mal, im Leerlauf dreht er so 40.000 ungefähr. Und da, wo es spannend wird, dreht er dann über 100.000. Und das ist genau das Kreischen, was man da hört. So, und das Einzige, was der Turbolader macht, ist, der nimmt die Abgase und nimmt die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, die in den Abgasen drin ist, die man eigentlich sonst normalerweise verpuffen lässt. Die nimmt jetzt so ein Turbolader. Und wandelt die sozusagen, ne, nicht wandelt die um, also der benutzt diese kinetische Energie, um dann in einem zweiten Gehäuse, nämlich da, wo die Luft reinkommt, das ist mit einer Welle verbunden, die Luft mit Gewalt anzusaugen und dann in die Brennkammern reinzupressen. So, das ist alles, was er macht. Also einfach nur noch ein bisschen mehr Luft. Und ich sage es mal, da reden wir von Größenordnung. So normale Turbolader haben einen Ladedruck zwischen 0,8 bis 1,3 Bar. Das ist so Standard, was auf der Straße rumfährt. Gibt auch mehr als 1,3 Bar, aber dann ist man schon fast im Rennmotorland, wo so ein Motor nur noch ein paar Stunden hält, bevor er platzt. Also so 0,8 bis 1,3, 1,5, da spielt die Musik. So. Unsere normale Atmosphäre, unser normaler atmosphärischer Druck hat ja schon ein Bar. Also der Turbo mit 0,8 senkt das nicht ab, sondern man spricht da immer, was packt da auf die normale Atmosphäre obendrauf? Also in Wirklichkeit wären dann jetzt 1,8 bis 2,3 oder 2,5. Ja, und man sagt, bei einem Bar Ladedruck verdoppelt sich das Volumen des Motors. Ja, dann passt da doppelt so viel Luft rein. Rechnerisch. Ja, praktisch ist das nicht ganz so, aber ja, geschenkt jetzt mal auf ein paar Stellen hinterm Komma, ist jetzt egal. So, und
Und das ist alles, was da passiert. Der pumpt da einfach nur ein bisschen mehr Luft rein. Wie gesagt, mit weniger Luftdruck als in dem Fahrradreifen ist, der ja auch nicht einfach so explodiert. Also wenn man damit nicht fährt, wenn man einen Nagel trifft, natürlich schon, aber ansonsten nicht. Und ja. Ja, das ist der ganze Trick. So, und jetzt habe ich noch eine Fehlerquelle noch mit eingezeichnet, nämlich oben bei dem Turbolader, da habe ich dann mal noch mal diese braune Suppe dazwischen diesen beiden Turborädern eingezeichnet. Das ist nämlich auch Öl. Und das ist, was man also heute auch gerne mal sieht, wo so ein Motor abraucht. So ein Turbolader wird halt richtig heiß. Also weil die Abgase, ne, nachdem der Diesel da gezündet wurde, verbrannt ist und so weiter. Das, ne, wie gesagt, wir haben von der Ausgangslage schon mal so 300-400 Grad. Dann explodiert es in dem Zylinder und was dann da rauskommt, ist natürlich nochmal eine ganze Ecke heißer. Also sagen wir mal so 700, 800, 900 Grad. So, und da bewegen wir uns halt so langsam aber sicher in Bereichen, wo Metall anfängt zu schmelzen. Ne, und das kann man auch im Betrieb sehen. Also so ein Turbolader ist teilweise weiß glühend. Ne, also da ist so richtig Kasala angesagt. So, und das heißt, wenn so ein Ding so heiß wird, dann rauchen auch natürlich auch gerne mal Lager ab, da rauchen Dichtungen ab und so weiter. Und da ich da oben genau zwischen dem Verdichterrad und dem Auspuffrad Öl habe, na, wenn das jetzt quasi in die Einlassseite hin undicht wird, und das wird es halt gerne mal, na, dann passiert genau das Gleiche, was mit der Motorentlüftung passieren kann, nämlich dass Öl in den Ansaugtrakt reinkommt. Und der Motor denkt wieder, oh, da kriege ich Sprit, das ist ja geil, jetzt gebe ich mal gerne richtig Gas. So, und dann kommt es genau zu den Effekten, von denen wir da sprechen. Hat aber nichts damit zu tun, dass man da irgendwie Luft verbrennt. So, und jetzt ist natürlich klar, weil ich ihm jetzt wieder spreche, ne, Cäsar, natürlich gehöre ich jetzt zu den Illuminaten und zu den Freimaurern und werde von der NASA bezahlt, ist klar. Die ganzen Verschwörungstheorien kann man auch alle haben. Ich finde auch so ein paar Verschwörungstheorien ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber das ist so was Doofes, weil. Weißt du, da reden wir jetzt nicht über Satelliten und kann ich die Erde von außerhalb sehen, sondern da rede ich davon, ich gehe mal eben zum Schrottplatz, zu irgendeinem und frage, hör mal, Kollege, kannst du mir mal einen Motor zeigen? Und mal kurz erklären, was der da so macht. Und da kann man das mit eigenen Augen einfach sehen. Na? Ja, okay. Ja, Verschwörungstheorie ist natürlich dann einfacher an der Stelle. Ja, was soll ich sagen? Jedem das Seine. Ich finde auch übrigens irgendwie diesen, warum fliegen Flugzeuge und dass Flugzeuge ja eigentlich auch mit reiner Luft fliegen und ohne Kerosin, ja, ist genauso hanebüchend. Ich bin jetzt nicht so der große Luftfahrtmann, deswegen möchte ich mich davon fernhalten, jetzt eine Flugzeugturbine zu erklären. Da würde ich vermutlich auch mehr Fehler machen, als Sachen richtig erklären. Aber das Grundprinzip ist genau das gleiche. Ne? Da wird einfach Diesel bzw. Kerosin in verdichtete Luft eingespritzt und dann gezündet. So. Und ob ich jetzt so eine Flugzeugturbine elektrisch starte oder ob ich die mit Pressluft starte, das ist ja nun mal erst vollkommen egal. Ne? Weil so ein Verbrennungskolbenmotor, der wird ja auch mit einem elektrischen Anlasser gestartet. Deswegen ist es ja kein Elektromotor. Na, und bei einer Flugzeugturbine, so jetzt werfe ich die halt mechanisch mit Pressluft an. Ja und? Was soll es? Ja, interessiert ja keinen. Aber trotzdem fliegt ein Flugzeug nicht ohne Sprit. Echt nicht. Also tut es wirklich nicht. Und dass du das ganz kurios findest, dass jetzt ein Tragflächen mittlerweile aus Kohlefaser sind. Die Rippen bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Daraus bestehen diese Flügel. Und du jetzt denkst, dass man in Kohlefaser kein Benzin lagern kann. Ja, was meinst du denn, wo bei einem Formel-1-Wagen der Tank draus ist? Natürlich ist der aus Kohlefaser. Na, so, ich habe besten so einen aufgeschnittenen Airbus-Flügel, den habe ich noch nicht gesehen, weil das ist auch zu neu. Aber ich kann dir sagen, bei Boeing, ne, da wo die Flügel aus Alu sind, da ist Sprit in den Flügeln drin, ganz klar. Die werden auch bei jeder Inspektion, bei der Lufthansa immer durchgecheckt, bei jeder großen Inspektion. Ob die auch noch wirklich schön dicht sind und keine Haarrisse haben und all so ein Theater.
So, grundsätzlich wüsste ich jetzt nicht, warum man das gleiche nicht aus Kohlefaser bauen kann. So kann jetzt natürlich sein, dass Sprit Kohlefaser angreift auf lange Sicht. Jo, aber da sagt ja keiner, dass die Dinger nicht imprägniert sind von innen. Oder man könnte ja auch innen nochmal eine Kunststoffwanne reinziehen oder was auch immer. Naja, da werden sich die Airbus-Jungs schon Gedanken drum gemacht haben. Aber wie gesagt, so ein doofer Formel-1-Tank ist auch aus Kohlefaser. Na, also, ich weiß nicht, was man da jetzt so erstaunlich dran finden kann. Na, aber wie gesagt, wenn du das für eine Verschwörungstheorie hältst, Lufthansa-Technik, ne, sitzt in Hamburg, kann man hinfahren. Kann man einfach hinfahren, mal nett fragen. Ja, vielleicht nicht direkt mit der NASA-Verschwörung anfangen, sondern vielleicht erstmal nett fragen, hör mal, echt? Da ist Sprit in den Tragflächen drin, kann ich mir denn sowas mal angucken? Ja, oder hier Technikmuseum Sinsheim, ne, kann man sowas bestimmt auch sehen. Und wenn man mal wirklich in so einem Ding rumkrabbeln will, wenn man von Los Angeles nach Las Vegas fährt, da kommt ein ganz großer Flugzeugfriedhof auf der rechten Seite. Das ist der, wo man auch meistens so die Bilder von sieht, wenn die Dinger da eingestampft werden und wo die dann alle so in Reihe und Glied stehen. Da kann man auch hingehen. Da kann man sich das auch angucken, wie so ein Flugzeugflügel denn so aussieht. Na, also, ja, ist nicht alles Verschwörungstheorie, was man jetzt selber noch nicht gesehen hat. Also wirklich nicht. Aber ja, war auf jeden Fall ein schönes Video, hat mich wirklich sehr belustigt. Immer weiter so, immer weiter so. Besser keine Nachforschung anstellen, besser erstmal irgendeinen totalen Super-Scheiß erzählen. Was ich echt geil finde, ist, ich meine, man muss ja noch nicht mal irgendwie physikalisches Verständnis haben. Ja, man muss auch kein Kfz-Mechaniker oder Kfz-Ingenieur oder sonst irgendwas sein oder Maschinenbau studiert haben. Wie gesagt, auf jedem doofen Schrottplatz kann ich mir das angucken. Ja, und jetzt mal ganz ernsthaft, ich meine, klar, verstehen sich die Autohersteller echt gut mit den Spritherstellern, ne? Keine Frage. Aber wenn jetzt mal irgendeiner schon rausgefunden hätte, wie man einen Motor mit Luft betreiben kann, ja, dann glaube ich, hätte er das schon längst gemacht, weil das wäre wohl das erfolgreichste Auto aller Zeiten. Oh ja, oh, da hätte ich beinahe vergessen. Oh, unser Hillbilly, der war ja auch noch total geil. Gucken wir uns auch noch mal kurz an. Hi, this is Josh Limeberry. I've been on YouTube a couple times and looking around there, and I saw that a guy had let his lawnmower run for 7 days straight, 5 or 7 days straight, or something like that, on a lawnmower tank of gas because he vaporized the gas. So I kept looking around and saw guys were using it on their vehicles too. So I decided to make a little experiment myself. It's kind of hillbilly and cheap, but I did make it work a little bit, so I want to show you it. Here's the inside of my truck, and it's got a little gas can sitting here. It's a 2 gallon gas can. I just moved some stuff out of the way, and now it's just sitting in there. How this works is these hoses, I got three hoses here that go down to the bottom of the tank. These hoses here are air hoses that go into the air cleaner there. The motor sucks in air through these hoses and pulls out the vapor from the gas can because it causes these hoses bubble the gas, and the vapor comes out right here into the top of my air cleaner here. Let me show you inside the air cleaner real quick. I made a little metal thing to go around here and just drill some holes to put the hoses in, and taped it on, nothing real special. Let me show you the inside of the air cleaner here. I took the air filter out because I didn't want, just in case extra gas got in there for whatever reason, and it could breathe easier too. See, there's inside, you could see the hoses poking through there, they're just sitting there. Put this back on. Okay, then I pulled my. Here's my fuse for my fuel pump relay switch fuse right here. It's just sitting there. And let's go start the truck and see what happens.
fired right up. I did drive it down the road a couple miles and test it out with my brother Chris, and I'm pretty excited about it. Some guys are talking, they're getting 200 miles a gallon running their cars on vapors. And this is just the hillbilly way of doing it, so. We're paying way too much for gas, obviously. I did drive down the road up about 55. So, cars do run on fumes. Pretty exciting. I'm pretty happy with it. Let me show you that it is running off this gas tank. If I put my hand over the hoses here, it'll die out. There you go. Cars can run on fumes, and the technology is out there. We're paying way too much for gas, getting not enough gas mileage. And anyways, this is my experiment. I hope you guys enjoyed this small video. The more I do, the more I'll show. All right. Ja, schön, ne? Also hat er da jetzt so ein Spritkanister vorne reingestellt und der dann wie so eine Wasserpfeife da so ein bisschen Benzindämpfe in den Motor reinsaugt und er denkt, das ist der totale Burner. Jetzt spart er richtig Sprit. Nee, tut er nicht. Ne? Wenn er einen Cut drunter hat, dann macht er den als erstes mal kaputt. Gut, dann fragt natürlich in Amiland auch keiner nach. Ja, aber ich meine, so ein System hat es sogar in Deutschland mal gegeben. Von Mercedes-Benz. Ich glaube, vorm Strich, entweder Mercedes-8 oder Heckflosse, weiß ich nicht genau. Die hatten nämlich anstatt Sprit in dem Ding, hatten die Öl. Und da ging es aber nicht darum, den Motor anzutreiben, sondern wenn ich halt wie so eine Wasserpfeife benutze, dann filtert halt das Öl oder in dem Fall von dem Hillbilly, der Sprit, halt den Dreck aus der Luft raus. Und gerade die größeren Teilchen bleiben dann natürlich direkt unten liegen und so weiter. Und das hat Mercedes-Benz mal so gebaut in Serie, weil die gesagt haben, ja, wenn ich dann den Luftfilter bei anderen Autos auswechseln muss, dann muss ich das bei den Benz gar nicht, sondern ich kippe einfach das Öl weg und mache dann 9 Liter Öl rein und dann wartet. Ne? Ist ja viel billiger, ist ja viel besser. Na, so hat man halt in den 60er Jahren noch gedacht. Ne? So ein bisschen Öl wegschütten macht ja nichts. Sieht man halt heute anders, hat Mercedes dann auch schnell eingesehen, dass das eine Riesensauerei ist. Aber grundsätzlich, jo, also das Prinzip ist jetzt nicht wirklich neu. Nur wie der Hillbilly das da macht, ist es natürlich maximal schwachsinnig, weil, kennt man ja auch von der Formel 1, wie das aussieht, wenn da mal so ein bisschen Sprit beim Tanken auf den Auspuff tropft. Ne? Also will man ja nicht haben. Und er treibt es ja noch auf die Spitze. Weil in dem komischen Plastikkanister da halt nicht nur Sprit drin ist, sondern halt auch Spritdämpfe. Ne? Und das direkt neben so einem kochend heißen Abgaskanal, da so ein Plastikschlauch mit schön fertig gemischtem Gas, das ist eine Bombe, wird er sich da irgendwie in den Motorraum baut. Also der ist schön bescheuert. Ich hoffe, das Ding explodiert ihm und fliegt ihm komplett um die Ohren, weil er hat es nicht anders verdient. Noch dämlicher kann man gar nicht sein. Also, ja, von wegen, mein Auto fährt ohne Sprit, ne, soll er mal einfach mal machen. Mal gucken, wie weit er kommt mit den 2 Gallonen. Ne, wahrscheinlich bei der komischen Schiffschaukel, die der da fährt, ist nach 50 Kilometern Ende. Da steht er am Straßenrand und hält den Daumen raus. Aber gut, ne, man kann das ja mal probieren. Aber ich sag mal, so gut, wie das Ding angesprungen ist und so weiter, und so dämlich, wie die Idee ist, glaube ich auch nicht, dass er das geschafft hat, die richtige Sicherung für seine Benzinpumpe rauszuziehen. Also da würde ich eher darauf vermuten, dass er das Blinkerrelais rausgezogen hat. Aber naja, man weiß es nicht. Aber jedenfalls weit kommt er mit seinen 2 Gallonen nicht. Also das, so viel soll klar sein. Da das funktioniert, ja, gut, glaube ich. Der Motor läuft halt einfach total überfettet. Ja, kann man alles machen, wenn man Sprit verbrennen will. Das ist halt hochgradig unsicher, baut halt nicht nach. Aber jedem das seine. Also Cäsar, ne? Lern noch mal ein bisschen, wie Motoren funktionieren. Schaden kann das nicht. Ja, an meine Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und mal gucken, was ich als nächstes so ausgrabe. Tschö mit Ö.